Wie uncool, Jones! Shaggy! Omi! Omi! Oh, meine Güte, Scooby, du bist aber groß geworden. Hast du ein Pferd in der Familie? Ja. Hey, seht mal alle her. Mein fellelösender Enkel ist endlich hier, um uns zu retten. Dann ist dein Enkel also der Anführer des weltberühmten Ermittlerteams? Anführer? Ja, klar, Shaggy ist unser Anführer. Seht ihr, was habe ich euch gesagt? Mein Shaggy ist ein Held. Wie wunderbar. Stellt euch das nur mal vor, um die Welt zu reisen und den Menschen zu helfen. Ist es nicht schade, dass es noch wer weiß, wie lange dauern wird, bis ihr ein zauberhaftes Mädchen kennenlernt und endlich sesshaft wird? Stimmt. Was wünscht sich eine Großmutter mehr, als dass ihr Enkel ein glückliches Zuhause und eine Familie hat? Hallöchen, ich bin übrigens die Freundin von Shaggy. Ach ja? Ach ja? Ja. Ich bin Daphne und es freut mich wirklich, sie endlich kennenzulernen. Shaggy hört nicht auf, von seiner Lieblingsgroßmutter zu erzählen. Freut mich sehr, meine Liebe. Shaggy hatte schon immer Erfolg bei den Damen. Naja, so kann man es auch sehen. Tja, also anscheinend bin ich jetzt der Anführer dieser Gruppe hier und Daphne ist meine Freundin. Wer hätte das gedacht? Also, Omi, was ist los? Du hast gesagt, hier gibt's Schwierigkeiten. Wir wurden von einem Affenmann angegriffen. Affenmann? Ich meine... ein Affenmann, wie? Sehr faszinierend. Ich meinte Affenmann? Bitte, ich zeige Ihnen, wo dieser schreckliche Affenmensch uns angegriffen hat. Hallo? Leute? Hier genau ist es passiert. Sehen wir uns doch mal um. Komm schon, Kumpel! Hey, was ist das? Nein! Ich hab's nicht gesehen. Das ist Klebstoff. Könnte eine Spur sein. Oder, was denkst du, Shaggy? Ja, ganz sicher. Eine Klebespur. Klar, teilen wir uns auf. Ja, was sollen wir jetzt tun, Shaggy, unser weiser Anführer? Uns aufteilen? Also ist mein Enkel nicht wahnsinnig beeindruckend? Oh, Fred, da bist du ja. Ich hatte gerade mit dem Platzwart hier ein sehr interessantes Gespräch über den Ursprung dieses Affenmannes. Es ist so, dass das Land, auf dem dieses Seniorenheim gebaut wurde, früher ein Zoo war, der geschlossen wurde, als eine Horde Primaten ausbrach und in der Stadt randalierte. Alle wurden schließlich wieder eingefangen, außer einem Alpha-Männchen, das wegen seiner enormen Stärke und Größe der Brecher genannt wurde. Es ist möglich, dass es überlebt hat und sich über all die Jahre hier auf dem Land versteckte. Langsam dürften ihm die natürlichen Ressourcen ausgehen. Was erklären würde, warum es im Seniorenheim auftauchte und so gefährlich ist. Ja, denk mal darüber nach. Ich muss mir jetzt mal eine Brille organisieren. Ich fühle mich so zu verletzlich.